Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und Freunde, heute gibt es auf jeden Fall das erste FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ich bin sehr, sehr gehypt auf die neue Saison, Leute. FIFA 21, die Ratings haben das zwar ein bisschen down gepusht, aber ich bin trotzdem extrem, extrem gehypt. Und ja, Leute, es ist nicht mehr weit bis zum 1.10. Dann kann man das Spiel schon 10 Stunden lang anzocken und da wird jeder Fortschritt gespeichert. Also das ist dann euer Account, falls ihr das nicht wusstet. Mit EA Access geht das. Auf jeden Fall, es ist nicht mehr weit, Leute. Ich bin extrem, extrem gehypt. Und heute habe ich auf jeden Fall für euch vorbereitet 5 Teams, 5 OP-Teams, die ich für euch zusammengebastelt habe. Es gibt ein 50k-Team, ein 170, 200k-Team, 500k-Team, 1-Millionen-Team, 3-Millionen-Team. Also ich habe für jeden was dabei, Leute. Ich habe mir da wirklich sehr viel Mühe gegeben. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like auf dem Video da, Leute. Ich gebe da keine Anzahl. Pusht da gerne rein, Freunde. Ab jetzt beginnen die FIFA 21 Videos. Ich bin sehr, sehr gehypt. Ihr wisst, jetzt war es so ein bisschen FIFA 20 Ende, war jetzt so ein bisschen lost. Aber jetzt sind wir da wieder mit Vollgas, Freunde. Yes. Wie gesagt, für euch heute 5 OP-Teams. Und ja, abonniert gerne kostenlos den Kanal. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, Leute. So Leute, wir sind jetzt beim ersten Team angelangt. Ihr könnt es schon im Hintergrund sehen. Und zwar ist das unser 40 bis 50k Team. So würde ich das einschätzen. Und da muss ich jetzt direkt von Anfang an sagen, Leute, es ist sehr, sehr schwer, da die Preise einzuschätzen. Ihr seht es, ich habe da noch bei manchen Teams FIFA 21 Squadbilder genommen, bei manchen FIFA 20. Ich weiß, dass Leute mit den Ratings und so, Kunja wird in FIFA 21 safe keine Silberkarte haben. Also ich weiß das auf jeden Fall, Freunde. Nur damit ihr da auch Bescheid wisst, ich habe bei manchen Teams FIFA 20, bei manchen FIFA 21 Sportbilder. Und das ist das erste Team, was wir hier haben, Leute. Wir haben Baumann im Tor, Mukiele, Akanji, Angelino und Aguilar. Bei Aguilar ist es halt wichtig, dass der hoffentlich, die Ratings sind eh so lost. Ich habe gerade Llorente gesehen, der hat glaube ich so 22 Pace oder so plus bekommen. Einfach der hat mehr Pace als Sancho, Gnabry und auch sogar... Ich glaube, gleich wie Immobile, es ist so lost. Und auf jeden Fall, Leute, hoffen wir, dass hier Aguilar trotzdem noch gut bleibt. Mukiele haben wir hier, kann man auch noch verbessern mit Upamecano. Ich denke, Upamecano, da hat er noch ein 77er Rating. Ich hoffe, dass der da mindestens 80 bekommt. Da stehen jetzt, stand jetzt auch nicht alle Ratings fest. Im Tor habe ich Baumann, 82er, kann man auch verbessern auf 83er oder 84er, irgendwas Sommer oder Trapp. Dann haben wir Manuel Akanji und Angelino. Und da kann man auch dann gucken, mit Schulz zu pushen oder so. Wie gesagt, das kann man halt alles immer verbessern. Und dann haben wir als Monster-Sechser, er wird doch glaube ich Sechser sein, ist Zakaria, Leute. Ich hoffe, dass seine Karte ebenfalls extrem stark wird. Zakaria auf der 6 mit Aouar in Game. Aouar eher so als 8er. Falls der irgendwie so 83 hat oder so oder zu teuer wird fürs Team. Also der ist auf jeden Fall der teuerste Spieler des Teams. Das ist safe. Und ich denke mal schon, dass es sich extrem lohnen wird bei ihm. Aber man kann hier auch auf Cyprien zugreifen. Und ja. Dann haben wir Dodi Luke Bakio, Bailey, Cunha und Rafinha. Da auf jeden Fall zwei schnelle Flügelflitzer, alle auch mit 4 Sternen Skills, Leute. Also ich glaube sogar alle 4-4. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber ja, ihr seht da eigentlich extrem gute Karten. Ich finde das Team wirklich für 40 bis 50k extrem gut. Verbesserungspotenzial seht ihr hier auf der Bank, wie schon gesagt. Und da haben wir noch Emre Can, Leute. Emre Can, theoretisch könnte er hier auch rein. Der hat eine bessere Karte als 88er Kimmich. Und ja, man kann das halt, wie gesagt, alles verbessern. Man kann hier auch theoretisch, man kann hier auch auf Corne gehen von Lyon. Dann hat man den Strongling zu Aouar und kann dann im Sturm Haaland holen oder so. Wisst ihr, das kann man halt alles verbessern. Dann wird das Team locker 100k plus kosten, wenn man da Haaland holt. Ich denke so 100k Haaland. Ich denke, dass Kopfbälle extrem OP werden, denke ich. Und zwar, ja, hier Haaland, dann wird das Team vielleicht so auf 130, 40, 50k gehen, so um den Dreh. Kann man, wie gesagt, alles nicht zu 100% sagen. Und dann würde ich sagen, Leute, war es das mit dem ersten Team? Ihr seht es hier nochmal, mit Can, Zakaria kann man, wie gesagt, ja, so upgraden. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim zweiten Team wieder. Okay, Freunde, wir sind beim zweiten Team angelangt. Und zwar seht ihr es wieder im Hintergrund, wir haben wieder einige Bully-Spieler im Team.
Das hat den einen Grund, weil ich denke, dass die Bully-Spieler haben so viele so ein Downgrade bekommen, also von den Ratings. Aber ich denke, dass die relativ billig werden, die Spieler. Und so haben wir im Tor Radetzky, Akanji, Angelino wieder. Da haben wir jetzt Upamecano, wieder Aguilar. Und im Zentrum auf jeden Fall Can. Dann habe ich im LZM Cunha reingepackt. Da kann man noch tauschen mit Luke Bacchio. Also die Stürmer in der Bully sind auf jeden Fall jetzt nicht mehr so. Timo Werner, der schnellste, ist auf jeden Fall weg. Und da könnte man auch natürlich auf Lewandowski mal so zugreifen. Aber da habe ich mal Cunha reingepackt und ich hoffe, dass Cunha eine gute Karte bekommt. Hat er sich auf jeden Fall verdient für seine Leistung bei Hertha. Dann haben wir Can Ndombele im Zentrum. Ndombele, ich glaube, einen Downgrade bekommen auf 80. Can, extrem, extrem klasse Karte. Also super Zentrum. Verteidigung kennen wir schon. Außer der Upa und unseren Torhüter. Und im 11 habe ich Milo Draschica, kann man auch Bailey nehmen, kann man auch Diaby nehmen, man kann noch Coman nehmen und Erling Haaland im Sturm, Leute. Der wird der teuerste Spieler des Teams sein. Haaland schätze ich so 100k, 90k oder so, denke ich, am Anfang. Und dann wird man sehen, okay, Kaufbälle sind strong und so, dann wird der Preis safe steigen, sage ich. Dann haben wir noch Can, sage ich, zweiteuerster Spieler. Dann Pommeskopf und dann, ja, Ndombele. Auf jeden Fall, Leute, gefällt mir dieses Team auch extrem gut. Und ja, den Bully-Grund habe ich schon genannt. Dieses Team schätze ich circa auf 200k, 170, 80, 90 und 200k. So schätze ich das, Leute. Genau, wieder hier immer zwei Sechser, beziehungsweise einen immer ein bisschen offensiver. Und ja, Leute, dann die Flügelspieler. Und entweder Zehner und Stürmer oder Doppelsturm 4-4-2. Auf jeden Fall ist das unser zweites Team, Freunde. Ah, genau, hier auf der Bank. Hier auf der Bank habe ich was vergessen. Und zwar haben wir hier auch Sachen, die man wieder verändern kann. Richarlison, der hat zwar... Ich denke, dass er einen ST bekommt, dass er eine ST-Karte bekommt. Und safe auch mit einem Upgrade. Auf jeden Fall Richarlison könnte man theoretisch ins ST packen. Und als Elf dann Bernat. Theoretisch. Bernat oder Philipp Anderson. Genau, Leute. Bernat oder Philipp Anderson, das ist auch noch eine Möglichkeit. Oder Haaland, Coman, Sané. Also, dass ihr da auch Bescheid wisst, dass bei jedem Team, sage ich euch da auch, Verbesserungspotenzial. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum dritten Team, Freunde. Okay, Leute, wir sind beim dritten Team angelangt. Und ihr seht es wieder im Hintergrund. Wir haben im Tor Rui Patricio. Aber das ist, das sind komplett FIFA 21, Leute. Wartet, was war hier? Hier war... Nee, hier ist FIFA 20. Da war auch FIFA 20 beim ersten. Jetzt habe ich schon FIFA 21 gebaut. Und zwar seht ihr es im Hintergrund. Rui Patricio habe ich im Tor. Der bleibt irgendwie bei einer 84. Man kann hier aber, wie gesagt, auf Alisson zugreifen. Also man kann das alles verbessern. Da muss ich euch gar nicht so da viel sagen. Das erkennt ihr auch selbst. Und man kann auch, ich glaube, Pope, ich hoffe, dass Pope auch gut wird. Man kann auch Pope holen, nur den gibt es da gerade nicht. Dann habe ich Ake in die IV gepackt, weil ich denke, Ake wird gut OP sein. 74 Pace, ähnliche Karte wie Davinson und Sanchez. Sanchez auch, also hier ein Non-Rare. Und ich hoffe, dass es seinen Preis auch ein bisschen sinkt. Und dann haben wir als Elfer, Leute, nicht wundern, Felipe, hier habe ich Renan Lodi, der ist gerade nicht drinnen. Und Renan Lodi, Freunde, der muss auch eigentlich ein Upgrade bekommen. Der hat eine 79er-Karte in FIFA 20 gehabt. Renan Lodi hat wirklich stark gespielt. Dann hier den Strongling zu Carrasco. Carrasco, extrem gute Karte. Dann haben wir Jesus. Hier, Leute, kommt Van de Beek rein. Van de Beek hat dann Strongling zu Wijnaldum. Und ist dann auch komplett auf 10 Chemie. Und Renan Lodi natürlich auch zum Strongling. Es sind alle auf Full Chemie, Leute. Nur ihr seht hier halt, ich habe die Spieler da nicht. Und Wan-Bissaka, RV, ich glaube, dass Wan-Bissaka da auf jeden Fall aus der Premier League der beste RV wird. Weil auch, glaube ich, die meiste Beweglichkeit haben wird. Mit Cancelo wird er, sage ich, der beste. Walker wird eher so wegen seiner Beweglichkeit nicht so gut sein. Dann haben wir Lukas. Und Leute, bei Lukas sage ich, dass der extrem, extrem wuselig wird. Der wird, sage ich, extrem, extrem wuselig. Und ja, Leute, dann haben wir Wijnaldum, Van de Beek, wie gesagt, auf der 6. Ich bin gespannt auf Van de Beek, was er bekommt. 82, 83.
Ja, genau, die beiden auf der 6. Vinaldo ein bisschen offensiver. Und dann auch Depay vorne, Leute. Also das Team finde ich wirklich auch extrem gut. Ich finde den linken Strong Link mit Renan Lodi, Carrasco, vielleicht unterschätzt man ihn ein bisschen. Auf jeden Fall cooles Team, Freunde. Und da gibt es natürlich auch wieder Verbesserungspotenzial. Man kann theoretisch Lloris ins Tor holen, Davinson Sanchez links reinpacken und dann hier in die Mitte Aubameyang oder so. Also man kann hier wirklich viel tun, man kann hier, was weiß ich, Freunde, man kann hier Fabinho holen oder so und theoretisch dann den Stürmer weg für Vardy, Werner oder so. Man kann hier viel tun, Freunde. Und yes, Joe Gomez auch, Van Dijk, man kann hier so viel machen, Freunde. Und dieses Team schätze ich auf ca. 500k. Ja, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum vierten Team. So, Leute, wir sind beim vierten Team angelangt. Und zwar seht ihr das wieder im Hintergrund. Und dieses Team ist extrem, extrem krass. Das ist jetzt, laut meiner Einschätzung, ca. ein 1-Million-Team. Und wie gesagt, das kann man nicht zu 100% sagen, Freunde. Das kann man nicht zu 100% sagen. Aber ich finde dieses Team wirklich extrem, extrem gut. Und zwar beginnen wir im Tor. Habe ich hier... Hier habe ich Lloris hingepackt, weil ich hier davor Varane hatte. Aber ich denke, Varane und Ramos werden extrem viel kosten. Hier würde ich eher auf Militao zugreifen, Leute. Militao, dann hat man das Strike auch voll. Militao extrem strong. Dann hier kann man auch statt Joe Gomez Davinson Sanchez holen mit Lloris. Oder Gomez mit Alisson. Rechts würde ich bei Wan-Bissaka. Ich bin gespannt auf ihn. Habe ich jetzt in... Wie viele Teams haben wir ihn? Hier. Okay. Jetzt schon im zweiten Team. Und ja, Leute. Auf der linken Seite habe ich dann Militao. Würde ich dann nehmen. Den gibt es hier gerade nicht drin. Mondi. Valverde. Valverde. Leute, ich sag, Valverde wird so krass. Valverde wird so, so heftig. Und dann habe ich Aubameyang. Das ist alles, wie gesagt, nochmal gebaut. 4-4-2, 4-2-3-1. Halt Standard, 2-6er, Flügelspieler, 2 Stürmer oder halt ein 10er und ein Stürmer. Auf jeden Fall, auf dem 11 hätten wir Rashford, RF Lukas, ST Werner oder Werner vielleicht auf der 10, Aubameyang Stürmer oder Auba als 10er oder 4-4-2 Doppelsturm. Und hier kann man auch theoretisch... Habe ich hier schon unten Sissoko reinpacken und dann den Stronglink mit Son auf dem 11 machen. Aber ich würde persönlich eher Rashford bevorzugen. Und ich finde das Team wirklich auch extrem, extrem sick. Wie gesagt, man kann hier auch vieles machen. Mit Van Dijk, mit Alisson. Und hier kann man auch schlechter auf Militao gehen. Oder besser auf Varane, Ramos. Und Bruno Fernandes, Leute. Ich glaube, der wird extrem, extrem nice am Anfang. Erst recht, weil er... Ein nicer Spieler in echt ist, also mir macht es extrem Spaß, ihm zuzusehen. Und erst recht sage ich auch, Meter, Freekicks, Ecken, die sind extrem, extrem gut von dem Mann. Und ich denke, das könnten vielleicht auch Gegner unterschätzen. Und da hat man noch einen krassen Freistoßschützen. Und ja, Leute, dann Aubameyang, ich sag, das wird der teuerste Mann aus dem Team. Aubameyang, dann Rashford. Und ja, Leute, ich schätze das Team circa auf 1 Million. Valverde, Bruno Fernandes, Rashford, 5 Sterne, Skills, 4 Sterne, Weakfoot, der wird auch so viel kosten, sage ich dieses Jahr. Lukas, auch ein verwuselter Mann. So viel Pace da vorne einfach. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall jetzt mit dem vierten Team. Nochmal 1 Million circa. Und jetzt springen wir rüber zum fünften Team. Okay, Freunde, wir sind jetzt beim letzten und fünften Team angelangt. Und zwar ist das ein Monster-Team. Das schätze ich auf 3 Millionen Münzen, Leute. Das ist so ein böses Team. Und ja, ich habe im Tor Alisson, Van Dijk, Wan-Bissaka, Kanté, Ben Yedder, Valverde, Varane, Mondi. Da habe ich auf jeden Fall wieder das Real-Dreieck genommen. Ich denke, Mondi, den kannst du bis zum Tod spielen. Auf jeden Fall, Leute. Dann mit Varane, wieder Valverde. Und dann als 11 Neymar, Stronglink mit Mbappé. Dann noch Stronglink zu Ben Yedder. Ben Yedder, sage ich, wird auch extrem krass. Und als RF, Leute, den gibt es hier gerade nicht, habe ich hier genommen Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, bin ich gespannt, ob der bei 5-5 bleibt. Aber auf jeden Fall würde ich ihn da reinpacken. Und dann sind auch alle auf Fullcam. Beide Frankreich links.
Und ja, Leute, das ist hier das letzte Team. Kanté komplett als Sechser, weil Werder eher als Achter. Neymar kann man links spielen. Doppelsturm, Mbappé, Benyedda, rechts Ousmane Dembélé. Also das Team ist schon echt extrem, extrem krank. Das schätze ich so auf 3 Millionen, Leute. Wie viel es im Endeffekt genau kosten wird, das kann euch keiner sagen. Ja, Leute, das ist hier das letzte Team. Und also auf wen ich extrem, extrem hoffe, ist auf Wan-Bissaka und Valverde, Leute. Das sind so, die habe ich hier auch in vielen Teams drinnen. Seht ihr hier dreimal Wan-Bissaka. Auf jeden Fall, Leute, dieses Real-Dreieck, sage ich, wird auch ganz, ganz böse. Ganz, ganz böse, sage ich, wird das. Und was ich auch denke, ist, dass Mondi am Anfang extrem, extrem selten sein wird. Ist so meine Prediction. Vielleicht auch Valverde, weil die eben so krass gehypt sind. Aber ja, Leute, das ist das letzte Team. Man kann ja auch, wie gesagt, variieren. Mit einem schlechteren Goalie mit. Man kann hier Joe Gomez holen statt Van Dijk. Man kann, du kannst RF, kannst du Pommes Kopf holen statt Ousmane oder so. Kannst vieles machen. Wie gesagt, Leute, man kann hier vieles machen. Und das ist das fünfte 3 Millionen Team. So, Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem Video und ich hoffe, dass es euch natürlich gefallen hat. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen mit einem Like, Leute. Pusht da gerne rein. Ich habe mir Mühe gegeben dafür die Squads. Da habe ich nochmal alles da erklärt, falls man da den einen Spiel nicht sieht oder falls ich da einen anderen reingepackt habe. Habe ich alles dazu gesagt, Leute. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Und ja, Freunde, wir bleiben weiterhin gehypt. Das wird unsere Season und ja, checkt gerne meine Social Media Kanäle ab, Leute. Lasst gerne ein Abo da und haut rein, Freunde. Macht's gut.